In diesem Video geht es heute um die traditionelle Herstellung von Sojamilch in Thailand, aber auf Löchern im Magen geht das schlecht, deshalb geht es vorher zum Essen. Ja Leute, wir fahren einige Kilometer hier, ich weiß ja nicht welcher Ort das hier ist, von Chumphon nach hier, um ein spezielles Restaurant, da gibt es Steak, irgendwie Schweinesteak, Hühnersteak und das Ganze ist ja Freiluft. Schauen wir mal, also hier das kleine Restaurant. Hier werden die Getränke zubereitet. Der Chef, glaube ich mal. Da hat er Sohleier, denke ich mal. Und das ist heißer Tee. Da wird auch noch rumgebrüttelt. Ich gucke euch mal an, wie viele Angestellte die haben. Blick in die Küche. Guck mal da, Pommes. Pommes und Pilze, oder? Denke ich mal, da hinten liegen die Steaks rum. Warte, Sarah, finde ich. Und wir, die Thais, lieben das ja, so auf dem Boden zu sitzen. An den niedrigen Tischen, wo ich überhaupt nicht mal hochkäme. Und wir sitzen dann an so einem Tisch. Ich muss also ein bisschen aufpassen. Mein Kumpel möchte nicht mit aufs Video drauf. Also ich trinke neuerdings diesen Thai-Tee. Schmeckt mal gut. Ja, das ist natürlich kein Steak, sondern Tuna-Salat und Kakao, ne? Hier darf ich filmen. Seine Frau. Ja, ich kann ja nur auch nichts dafür. Der ist ein bisschen eigen, der ist ein bisschen eigen halt. Ne? Also da ist mein Schweinesteak, was ist da? Kartoffelpüree. Mhm. Kartoffelpüree, eine scharfe Soße, ein Salat dabei. Und das Ganze kostet 100 Baht, also kann man nicht meckern. Also der Thunersalat ist für die Allgemeinheit, ja. Und da kommen, was ist das? Püree, Kartoffelpüree. Sind das die Eier? Nee. Nee, Kartoffel. Ah, Kartoffel. So wie das? Okay. Sind Kartoffel? Ja. Ja, also nochmal das Gleiche, ne? Zweimal. Und mein Kumpel, der kriegt ja noch Gurkel dazu. Der ist ein, naja, sagen wir mal, vornehm ausgedrückt, der ist hungriger als wir. Dreimal, zweimal. Also, Essen war super lecker und die Soße ist der Burner. Und das meine ich im doppelten Sinne, weil war sehr lecker, aber die brennt ordentlich nach, muss ich sagen. Ziemlich scharf. Und jetzt geht es richtig stark an die Arbeit. Ja Leute, ich bin mal gespannt, ob das hier klappt. Hier wird heute Sojamilch hergestellt. Ihr wisst ja, meine GoPro ist nicht so gut bei Dunkelheit. Und Sojamilch ist, glaube ich, Sojamilch. Bin mir allerdings nicht sicher. Die kann man ja auch im 7-Eleven oder wo in so Pappkartons kaufen und die Thais auf den Marken verkaufen die in Plastiktüten. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, also genau, das sind die Sojabohnen hier, die gelben. Die werden dann in Wasser eingeweicht, quellen auf, wie man sehen kann. Und kommen dann wahrscheinlich in den Mixer rein. Ich habe gerade von den Dingern im Mund. Schmecken nicht schlecht, muss ich sagen. Also da kommt so eine kleine Portion in den Mixer rein, Wasser dazu. Dann kommt das auf so ein Tuch drauf, wird wahrscheinlich ausgepresst dann. So eine sämige Masse Flüssigkeit. Da unten kommt dann die, ja nur noch die Flüssigkeit raus. Und das wird jetzt mit dem ganzen Kessel gemacht. Das wird wohl ziemlich lange dauern, gehe ich mal von aus. Ich glaube, von hier ist es nicht besser. Ja, da wird dann mal ausgefunden. Also da kommt wirklich der letzte Rest auch noch raus dann. Und da machst du jeden Tag, ne? Ja. Und am frühen Morgen wird das dann ausgeliefert, Schulen oder so.
Mein Gott, das ist eine Heidenarbeit. Und das hier, ja, da ist dann die, ja, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall kann man das auch nochmal verwerten, nochmal mit Wasser aufbereiten und nochmal durchlaufen lassen. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, wird da den zwei Durchläufen gemacht. Also einmal wird ausgepresst, dann kommt die Masse weg und dann wird das nochmal im zweiten Aufguss gemacht. Wenn euch das jetzt mal beguckt, also das sind die Überbleibsel, da läuft die Milch, wie die später gepresst wird. Und guckt euch mal an, was da noch in dem Kessel drin ist, eine ganze Menge. Das dauert seine Zeit, ehe das mal alles verarbeitet wurde. Also du hast gerade gesagt, du machst das noch alles von Hand, ne? Ja. Aber die großen Läden oder größeren Geschäfte, die haben Maschinen. Ja. Da kommt auf der einen Seite die Milch raus, ja, und auf der anderen Seite dieses, ja, Puri oder... Richtig, ist schnell und dann ist, ist nicht machen von Hand. Man fertigt es drehen für Wasser, Wasser ist Wasser, Milch ist Milch und drehen für Nuss extra. Oh ja, und ja, da kommt natürlich alles raus, ja, dann. Ne? Ist am besten ist, normalerweise, ich mache 3 Kilo, 2 Stunden. Wenn wir haben Maschinen, 3 Kilo ist 1 Stunde. Ja, natürlich. Am besten nicht Hand. Ja. Aber ist original. Aber viel Arbeit. Ja. Ich muss mich ja immer langsam an die Sache ranterfen. Also, da ist ein ziemlicher Arbeitsaufwand. Morgens wird das Ganze vorbereitet. Die Sojabohnen müssen aufgequollen werden oder werden da angekocht und dann quillt der ganze Zeug und dann abends wird das da durchlaufen lassen. Und der Arbeitsaufwand circa 6 bis 7 Stunden. Ne? Und dann ja, abwaschen und alles natürlich wieder mit inbegriffen. Und Reinverdienst sind dann circa 800 Watt. Für die ganze Angelegenheit, ich glaube, so eine Tüte kostet nach wie vor 10 Watt und 80 Tüten bekommst du aus dieser Masse, die da heute zubereitet wird. Und das macht sie jeden Tag. Leute, das Ganze ist komplizierter. Das ist Zuckerwasser. Brauner Zucker, denke ich mal. Jedenfalls sieht das so aus. Und das hier ist Bun. Nendita ist das. Ist Jelly. Und da kommt, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ja, also Leute, ich weiß zwar, was das gibt, ne? Da ist hier eine feste Masse und dann kommt später dieses Sojazeug dazu. Also die Milch mit dem Zucker und so, und das ist dann, sind dann so kleine Süßigkeiten und das wird in so Würfel geschnitten. Ich glaube, kosten 15 oder 20 Watt mittlerweile. Naja, vielleicht können wir das nachher noch zu sehen, wie das alles abgewickelt wird. Ja, ich habe mittlerweile Kopfschmerzen, Leute. Das hört sich für mich alles sehr kompliziert an. Natürlich für sie ist das sehr einfach, da die macht das jeden Tag oder alle 3 Tage oder wie auch immer. Auch da gibt es ja Missverständnisse. Ich glaube, dreimal in der Woche macht es. Dreimal in der Woche macht es. Und der wird im Nachmittag vorbereitet und abends ausgepresst. Und ich glaube, so langsam, wenn ich hier noch 2 Tage bin, dann habe ich dann auch kapiert. Also das ging schneller als gedacht. Das war so ein Viertelstunde, kann man sagen, um den Kessel da leer zu machen. Und das übrig gebliebene wird nochmal irgendwie mit Wasser vermengt und das gärt dann und dann ist das ja irgendwie so Dünger, ja, was für ein Kompost. Jetzt kommt nochmal Wasser in den Kessel, ich blick da nicht mehr durch, tut mir ja leid. Also da könnte man auch nochmal irgendwie zubereiten, nochmal mit Wasser und dann nochmal auspressen, wird aber nicht gemacht, da wird Kompost raus, Dünger raus und hier. Also da ist dann die Ausbeute, ja, das ist dann die Sojamilch, genau. Hier ist die erstmal, ist am besten Milch. Ich mache halb den Mixer. So halbe, halbe? Ja, wenn so weiter ist, Milch ein bisschen, immer Wasser. Also das wird jetzt nochmal durchlaufen lassen. Heute also nichts mit Kompost. Ja, beim zweiten Mal ist das natürlich wesentlich dünnflüssiger und wird mehr oder weniger gestreckt dadurch. Leuchtet ein, selbst mir. Inzwischen sind etwa so 1,5 Stunden vergangen. Da ist dann der
gefragt. Die Sojamilch hier in dem Kesselchen ist auch noch was dran. Und hier wurde wirklich der letzte Tropfen rausgeholt. Und das war noch jetzt auf dem Kompost als Dünger. Der Schaum wird jetzt abgeschöpft. Kommt in einen separaten Kessel. Fertig. Hinzu kommt natürlich das jeweilige Säubern. Gespült wurde alles und jetzt wird nochmal abgeschöpft, denke ich. So langsam kapiere ich das ganze System ein bisschen. Ja, richtig vermutet, wird nochmal abgeschöpft. Wenn man den ganzen Zeitaufwand berücksichtigt und was da im Endeffekt hängen bleibt, in Europa nicht vorstellbar. Damit ist natürlich noch lange nicht Schluss. Das Ganze wird jetzt eine Stunde auf kleiner Flamme aufgeköchelt, wird dann nochmal abgeschöpft. Nachdem das aufgeköchelt wurde, kommt ein Deckel drauf, allerdings bleiben die ein bisschen offen und dann zieht das Ganze bis morgen früh durch und wird dann am Morgen abgefüllt in Plastiktüten. Fragt mich nicht, was das ist. Jedenfalls kommt das auch noch in die Milch rein, bringt da einen speziellen Geschmack rein. Also sie sagte gerade, wenn man da jetzt noch mit dem Mixer rangeht, dann bekommt das eine grünliche Farbe, die Sojamilch. Und stimmt, fällt man jetzt auch wieder ein. Wird aber hier nicht gemacht. Da geht rein um den Geschmack. Später wird das Grünzeug dann wieder rausgefischt. Dann kommt der Deckel drauf. Und am Morgen wird nochmal aufgekocht für eine halbe Stunde. Und dann erst abgefüllt. Und ich glaube, dann ist das erst fertig. Und ich krieg irgendwie Kopfschmerzen, weil kapiert habe ich das Ganze noch immer nicht richtig. So, nächster Arbeitsvorgang. Das ist das Jelly. Das wird jetzt in noch Scheiben, Würfel, geschnibbelt. Die nächste Lage. Also das wird heute nicht mehr fertig. Da kommt morgen dieses Zuckerwasser und Milch rein und dann wird das dann wohl nochmal geschnitten. Da unten drin sind so Jellykügelchen und da oben drin die geschnittenen Sachen, die sie heute gemacht hat. Und das ist Sojamilch, die aus dem Kühlschrank kam. Also kalte Sojamilch, das kommt drauf und dann hat man ein herrliches Getränk. So, also ich habe hier da Sojamilch mit Jelly. Den Jelly schlug ich einfach so mit runter, kauen, kostet ja auch noch, aber schmeckt gut. Nicht so süß, wie man das oft auf den Märkten findet, angenehmen Geschmack muss ich sagen. So übersüß mag ich nicht, aber das schmeckt gut, das ist schön kühl. Könnte man natürlich auch warm machen, ne? Die machen auch manchmal warm. Ja, ne? Warm oder kalt. Warm oder kalt, genau. Ja, okay, schmeckt gut. So, freundlicherweise bekam ich einen Esslöffel zur Verfügung gestellt. Also so sieht das Zeug aus, Leute. Ne? Die kleinen Kügelchen hier und die geschnittenen Dinger. Diesmal muss ich auch kauen. Ja, und so war es so gut bei der Herstellungsvorgang. Und falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sich positiv, bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Ein bisschen undeutlich die Aussprache, ich habe hier Jelly in der rechten Backe.